Wir haben nicht nur ein Jahr, wir haben wirklich sehr, sehr lange für dieses Event dahin gearbeitet. Und schlussendlich ist das jetzt ein Lohn für die Mühen, die wir gehabt haben. Die Saison ist nicht so verlaufen, wie wir es wollten. Die zwei Einzelwettkämpfe sind nicht so verlaufen, wie wir wollten. Von dem her macht es uns einfach ganz, ganz stolz. Nicht nur die Bronzemedaille, sondern extrem stolz die Art und Weise, wie wir die Medaille gemacht haben. Dass wir wirklich mit den zwei Nationen, wo jeder gesagt hat, die sind sowieso außer Reichweite, bis zur Ziellinie im Gold mitgefeitet haben. Und das ist einfach das, was die Medaille mehr glänzen lässt als andere. Die Freude ist unendlich, weil man gesehen hat, wie die alle kämpfen, wie sie sich hineintigern, wie sie dranbleiben. Das ist so unglaublich, wenn man das sieht. Und da kann man nur sagen, Hut ab, tolle Leistung. Jetzt haben alle Sparten, die ich betreue, haben eine Medaille gewonnen, die Skispringer, die Springerinnen und jetzt die nordische Kombinierer und das ist toll. Genauso wie ich mir erwartet habe. Es ist in einem Generalen, wo ich vorher gesagt, sehr gut gelaufen, wo ich einen Wettkampf für mich entscheiden habe können. Ich habe eben heuer ein bisschen zum Kämpfen gehabt, bin im ersten Bewerb nicht aufgestellt worden und bin halt aber noch am Glück geblieben und habe mich auf die Großchancen gefreut und ja, habe mich da zurückgekämpft. Ja, sind beim einzigen Bewerb leider wieder bei einer Medaille vorbeigeschrammt, aber dafür glänzt diese jetzt umso schöner. Ja. Wir sind da jetzt 14 Tage wirklich sehr, sehr willkommen geheißen worden. Es waren bis viele Jahre davor oft einmal nicht so der Fall, dass da der Sportler im Mittelpunkt gestanden ist. Und heuer war das einfach sensationell. Wir haben das beste Essen, vielleicht, was man sich vorstellen kann. Wir sind immer eigentlich im Mittelpunkt gestanden da und das ist das Schöne. Und das freut uns, weil ich dafür mich was bedanken kann. Das ganze Team, die Serviceleute, wir sind über 7 ausgewachsen und es ist Gott sei Dank, haben wir an den Leuten heute ein bisschen was zurückgeben können. Das ist für uns da wirklich 14 Tage gut gekommen, rund um die Uhr. Und ja, das ist taugt uns, dass wir jetzt da stehen dürfen und mit euch alle ein bisschen feiern dürfen.